Guten Morgen, seid mir herzlich gegrüßt zum Start in die Woche. Es ist Montag, wir haben schon den 24. April 2023. Ich habe das Vigatoro in die Hand genommen. Das ist ein Kartendeck, was hier so ein bisschen weit nach hinten verkramt ist. Komme ich nicht so ohne weiteres dran. Mache ich mir auch oft die Mühe nicht. Heute wollte es in meine Hand und wir gucken einfach mal, was die Überschrift für den heutigen Tag ist. Was kommt an diesem Montag auf uns zu? Und zwar mit Schmackes. Die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt. Tja, ich glaube, dass es die meisten hinbekommen haben, diesen Energieanstieg für sich zu verarbeiten, auch körperlich, auch mental. Und die Energien heute dann hoffentlich dementsprechend sind, dass du dich fühlst wie neugeboren. Ich spüre das schon seit ein paar Tagen, dass ich mit richtig guter Laune wach werde, dass mein Körper wieder leicht sich anfühlt und so weiter und so fort. Es kann auch eine Situation wiedergeboren werden. Es hat bei vielen eine Phase gegeben, wo es ausgesehen hat, als hätte wäre das Leben eine einzige Stagnation. Nichts ging mehr so wirklich vorwärts, egal was du wolltest, egal was du angestellt hast. Manche hatten auch eine ganze Zeit überhaupt keinen Drive. Der kommt heute zurück. Der kommt heute zurück, egal ob es draußen regnet oder ob die Sonne scheint. In deinem Herzen scheint auf jeden Fall die Sonne. Wenn es zulässt natürlich und wenn du dich lieber der sonnigen Seite des Lebens widmest als der kalten. Ja, gucken wir mal, was denn da heute wiedergeboren werden möchte. Ich glaube, das wird dann sozusagen ein ziemlich kurzes Orakel. Ich hätte jetzt fast am liebsten die Live is Live-Karten. Habt dann einen Moment, bevor ich jetzt hier alles komme ich da dran. Das wird schwierig. Na, dann werden es doch die Zerpunzels. Muss ich mir mal ein bisschen näher kramen, weil da denke ich in letzter Zeit häufiger drüber nach, die nochmal in die Hand zu nehmen. Aber ist egal, welches Deck. Die Message wird die gleiche sein. Was kommt heute, Spirit, an diesem Montag auf uns zu? Stabilität. Stabilität. Und wo lange nochmal, was heißt lange, wo es nochmal eine Phase gegeben hat, wo du oder die Menschen um dich herum noch Umwege gelaufen sind, werden heute Gespräche von Herz zu Herz geführt. Kann auf der Arbeit sein, kann in der Familie sein, kann in der Liebe sein. Thema bestimmst du selbst. Und noch eine kurze Ankündigung in eigener Sache. Ich habe vor einiger Zeit hier mal den Kurt gebaut. Kann man den sehen? Das ist so ein Engelchen. Auf dem Kärtchen, woran er hängt, steht Thank you for being a key part of our lives. Das habe ich letzte Woche zweimal Menschen verschenkt, die hier in meinem Haus mir geholfen haben, Dinge auf den Weg zu bringen. Und ich habe dann noch einige von, und der Shop stagniert zurzeit auch, wer Interesse hat, in meinem Shop zu stöbern, der kriegt den Kurt for free. Und ich finde das eine schöne Geste. Der darf dann gerne auch weiter verschenkt werden. Die ganze Welt wird so regiert von, ich brauche Kohle, wie bin ich der beste Moneymaker und machst du eine Legung unendlich teuer, dann bist du auch was wert. Viele ticken so, ich tick aber anders. Und ja, ich habe gedacht, bevor ich mir hier alles staple, wer in meinem Shop irgendwas findet, was ihm gefällt, der kriegt den Kurt oben drauf, solange der Vorrat reicht. Das dazu und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Start, Wochenstart und bleibt mir gesund und gerne bis zum nächsten Mal.